Ja, herzlich willkommen, es ist soweit. Es ist BioNI Schrottwichtel 2023. Jawohl, wir alle als 18 hier, unfassbar. Sag mal hallo. Ich bin nicht mehr 18, hä? Hallo. Hallo. Ich bin mit der aktuellen Situation sehr unzufrieden. Yeah! Ja, es ist soweit, Schrottwichtel geht die zweite Ausgabe. Wer letztes Jahr nicht geguckt hat, wir alle haben uns gegenseitig Spiele geschenkt und vorausgelost, wer was schenkt. Und in diesem Infovideo zeigen wir euch erstmal, was wir für tolle Spiele alle spielen dürfen jeweils. Und jeder muss das Spiel eine Stunde lang spielen, sind die Regeln. Ansonsten darf er dem Spiel alles machen. Er kommt in der Stunde halt so weit, wie er kommt. Oder er spielt halt das, wie lange er halt kommt. Also rumstehen ist nicht erlaubt, einfach nur. Oder irgendwie andere Zeit totschlagen. Er muss das Spiel schon aktiv spielen. Wie das Spiel ist halt erlaubt. Probleme. Genau, kommt ja. aufs Game an, richtig. Und außerdem haben wir diesmal eben auch die Preis, ist jetzt eher für die Planung intern gewesen, haben wir auch den Preis quasi weggelassen, das heißt, wir durften uns alle schenken, auf den Bock hatten, nur kostenlos nicht. Und ja, es sind wieder tolle Spiele rauskommt. Dieses Jahr, muss ich sagen, gibt's eigentlich nur zwei Spiele, die wirklich in meinen Augen Trash sind. Wir gucken mal, was ihr als Zuschauer sagt, aber wir fangen mal an. Erstmal das Game, das ich Lars geschenkt habe. In welcher Reihenfolge die Games jetzt hier im Infovideo sind, sind nicht dieselben, wie sie auch dann kommen werden auf dem Channel. Genau, werdet ihr dann sehen, die Reihenfolge ist dann in x-beliebig, werdet ihr schon rausfinden. Jeder nimmt eine Stunde auf und ja, wir fangen an mit Potentia, das habe ich Lars geschenkt. Also ich durfte dieses Jahr Lars verschenken, das war mein Game und wir gucken uns aber mal kurz hier ein bisschen Bilder an, den Trailer und guckst die kurze Reviews. Ja, schauen wir erstmal jedes Spiel einmal durch quasi. This is strange. This is strange. Was ist das, The Last of Us? Aber in billig. Korrekt. Ach du Scheiße. Ist das Nathan Drake? Ist aus wie Nathan Drake irgendwo, was schon ist. Ich bin eine. Das sieht, der sieht so aus, als hätte man Joel und Nathan Drake einfach zusammengeschmissen und dann gesagt, jo, der ist es. Ein Friese ist halt Nathan Drake auf jeden Fall. Alter, Zeitlupenlauf in Leggy, an die Zeitlupe. You knew it was our only chance. Ja. Potentia. Mit Potenz hatte Lars vorhin noch nie Probleme. Gut, alles klar. Ja, ausgeglichen auf Steam. Ich hab's im Sale bekommen. Krasserweise für 10er. Ja, so. Was haben wir hier sonst? I don't even know where to start. Storyline ist interessant falsch geschrieben. Ich wünschte so sehr, ich hätte auf den Sale gewartet am 6. Hätte ich Pac-Man einfach hier Gollum checken können. Warum? Was hab ich dir getan? This game wishes it was Last of Us. Jawohl, genau deswegen habe ich Lars geschenkt. Lars ist nämlich kurz davor. Last of Us kann ich sagen. Ich dachte, wir kommen so ein Billo abklatscht. Das gefällt ihm noch. Nein, du hören, sagst nicht. Teil. Kein Beispiel mit Lars. Und Last of Us. Ja, aber Andi, tatsächlich, das ist top. Also Teil 2 Last of Us ist Top-Tier-Game bei mir aller Zeiten. Im Negativen. Ja, gut. Weitermachen wir. Mit dem Spiel. Und du hast Gollum noch nicht gespielt. Ja, richtig. Okay, weiter geht's mit dem Ruf der Trolle, 3 Fragezeichen. Das hat Beckmann als Game dieses Jahr von Hannes bekommen. Ein Wimmelbildspiel. Meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, die Entwickler. Ich habe auch selber mal ein paar 3 Fragezeichen-Spiele bereits gespielt. Aber für Beckmann ist es die Qual, weil er mag dieses Genre halt nicht. Und deswegen gucken wir uns das mal ganz kurz an. Das sind übrigens die Sprecher, zumindest in den Teil, die ich gespielt habe, waren es auch die Sprecher aus dem Hörspielen. Also, immerhin. Was ist denn da vorne los? Die Vico Quali. Titus! Da haben sie gerade verkackt. Warum schließt du das Tor? Reporter! Heerscharen von Reportern! Sie fallen ein wie Heuschrecken! Mach ich bin ein Mensch in meinem Garten! Ich würde das Gartentor aufgelassen haben! Wer ist das denn? Du brauchst keine Angst haben, Elliot. 10 Euro Hammer-Headset vom Mediamarkt. Das ist voll die schlechte Quali, was haben sie da gemacht? Ja, hey, Spieler, das ist Retro. Kommt schon. Also kommt schon, wenn ihr da den Trailer seht, das müsst ihr doch jemanden machen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Trailer, Alter? Ja, also man muss sagen, die sind ein bisschen Hit und Miss. Ein paar waren gut, ein paar waren, also von den 3 Fragezeichen spielen wir auch nicht so gut, um es mal so auszudrücken. Ja.
Aber immerhin, die Audioqualität, das kann man nicht erzählen, dass das 2023 nicht ein Joke ist. Nee, also die haben es auch besser hinbekommen. Ich weiß, was sie hier versammelt haben. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wenn es Backmann spielt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Retro-Filter ist oder so. Weil es klingt dann witzig, als wäre es in den 90ern aufgenommen. Auf jeden Fall sind es die Originalsprecher. Na, also das ist ganz cool. Und hier ja, auch teure Sprecher, auf jeden Fall, ja. Positiv. Ja, also Backmann. Das dürfen wir für uns nächste Woche angucken. Ihr werdet auch die Videos jetzt über Dezember verteilt, wie gesagt, kriegen, liebe Zuschauer. Das ist auf der Backmans Game. So, ich darf spielen von Alex, die ja dieses Jahr neu dabei ist. Den tollen Stumpf-Simulator, die Alex mich gezogen und ja. Wieso gibt's denn da keinen Trailer? Gibt's nicht mal einen Trailer zu. War zu auffällig. Wieso ist das positiv bewertet? Aber ey, das ist positiv bewertet, also come on, Tobi. Also ich dachte, du wolltest schon immer mal ein Baumstumpf sein. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja. Da ist er den Eulen am nächsten. Ja, Stümpfe habe ich gerne, ja. Baumstümpfe nicht so, egal. So. Also Tobi, der Gedanke war, es ist ja grün. Und du magst grün. Bäume sind grün. Ja, natürlich. Perfekt. Das oder, ist, Alex? Ja. Das ist die Kombo davon. Trash and poor trash, just idling, you need idle hours, and hours to get achievement. This is not a game. Das ist ein Spiel für mich. Either Bitcoin Miner or just poorly optimized trash. Ja, freue ich mich drauf. Danke, Alex. Gerne doch. Ja. Ist das ein Bitcoin Miner? Da wir eine Stunde lang diesem Stumpf zugucken müssen, überlegen wir uns dafür irgendwas Eigenes, damit ihr nicht eine Stunde lang jo, mit... Alle gehen AFK und Tobi macht das eine Stunde mit Commentary. Wahrscheinlich, ja. Wird's enden. So, alles klar. Dann haben wir das Game, was Fabi spielen darf, von Backmann, den ganzen Simulator. Hey. Das ist so ein Müll. Was ist das für eine dreckige Lache? Du hörst sie so zu Tode langweilig, ich schwör's dir. Das Spiel soll sehr langweilig sein, aber sonst ist es sehr positiv bewertet. Gucken wir nochmal kurz rein. Alter, meine Ohren. Ich weiß den Fall wahrscheinlich, weil es jetzt von den übelsten Waffenfans aus Amerika gespielt wird, oder? Würde ich jetzt mal so unterstellen. Keine Ahnung. Aber guck dann mal, ob du das G36 findest. Also. Das war nicht so schwer auseinanderzunehmen. In Amerika ist dieses Spiel, Fun Fact, More Trivia, übrigens ein Fach an der Grundschule. Ich liebe diese American Truck Simulator Standard Rockmusik. Es ist keine Ahnung. Es könnte auch aus dem Truck Simulator sein, die Musik. Ja, das stimmt. Da darf man auch ein bisschen rumballern. Wahrscheinlich ein richtig schlechtes Shooter-Gameplay. Ja. Die Bewertungen sind sehr positiv. Kam sogar dieses Jahr erst raus, ey. Krass. Ja. Also von den Bewertungen bisher dieses Jahr, also der Hammer von den Spielen. Mhm. Sieht nach einem Kitty aus. Wenn man das letzte Jahr anschaut. Kann auch ein bisschen kaputt. Ist übrigens auch Early Access, scheinbar, ja. There is like no content, but it's not bad for Early Access. Irgendwie haben die alle Autismus oder was? Guckt ihr mal das oben rechts an, das Kommentar. Das ist halt wirklich ein Autismus-Simulator. Before Tarkov Hideout Training, alles klar. Ja, gut, mal schauen. So. Ja, dieses Game, was auch tatsächlich nicht so schlecht ist, ist Parasocial. Das auf Andi spielen, von Lars geschenkt, ist ein Japan-Horror-Game von den Hit-or-Miss-Entwicklern Chillers Art. Sehr gute Horror-Games, gut. Aber die genau. Ja, aber 20% ist nicht gut. Mal gucken, ob es, ich glaube, aber Parasocial ist das, was ich noch nicht kenne. Ich glaube, es ist einer der guten, habe ich gehört zumindest. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Mein Problem hat Tobi doch gerade erklärt, hä? Ich habe es immer, ja, aber trotzdem habe ich es nicht verstanden. Japanisches Horrorspiel und es geht über einen Livestreamerin. Ah ja. Mein Problem also an Andis Leben. Entschuldigung. Ja, mein Problem an den Leuten in diesen Spielen von DZ immer, die haben immer so 3 IQ. Ein axtarmiger Todesmörder rennt durch den Wald. Geh ich mal alleine nach Hause. Ja. Lell. Ja. Genau, aber inzwischen ist Chaos Art gut darin. Ich kann an der Stelle gut sagen, Chaos Art Let's Plays werden auf dem Kanal hier noch kommen. Eventuell auch Parasocial irgendwann. Das heißt, ich bei Andi jetzt Sneak Peek schon mal in die eine Stunde. Andi spielt das jetzt durch. So. In der Stunde könnte er schaffen. Ja, es macht auch bei manchen. Bei manchen das Art spielen, ja. Ich bin der Falsche für Speedruns bei Horrorspielen. Generell bin ich im Horrorgenre nicht wirklich
Aber ja. Mal gucken, Anni, es kriegst du hin. Jazz Art übrigens, kann man, wie soll ich sagen, ja, sind inzwischen spezialisiert. Am Anfang haben sie ja paranormalen Horror gemacht, inzwischen machen sie das Genre, was sich Real Life Horror nennt, also Sachen mit, die in der echten Welt auch passieren. Ja, ich könnte ganz kurz mal in den Trailer reingucken. Ja, ich werde das im ganz kleinen Bild gucken, ne? Kann ich dir jetzt schon sagen. Das gefällt mir. Ja, je nachdem, wie schnell Andi spielt, haben wir halt wirklich nur den Japanese Streamer Simulator. Okay, das fühle ich. Krieg ich auch mit den Leuten Chat? Vielleicht. Ja, wir fungieren als dein Twitch-Chat. Blöd, Penis. Boah, krass, du hast da Kohle gesehen. Ich war Sören wegen Twitch-Shows. Möchte damit nichts zu tun haben. Denk mal, weißt du, ich habe ähnliche Horrorprobleme wie du. Ich möchte damit einfach nichts zu tun haben. Das ist ein Buchstabe, das ist ein Sudoku, Alter. Ja. Kannst wieder reinkommen, Beckmann. Prosolche. Gut, das war jetzt wenig. Ja, die verräten in ihren Trailer nicht so viel, weil damit das Hälfte des Spiels gespoilert wird. Mhm. Auf jeden Fall kommt es ja auch ganz gut an. Das Neueste von denen. 100% in 1 to 2 hours. Perfekt fahren. Genau, also deswegen ist es recht gut spielbar. Da habe ich drauf geachtet. Er kann, wenn er so viel Spaß hat, kann er es auch completen. 100%, ja. Guck, da, Full sonst, Achievements. Ja. Ja. Ich will nicht Full Achievements machen. 5, 7. Ja, kriegst du den. So, dann Alex, ihr Spiel von Fabi geschenkt, der Consimulator, negativ. What the fuck, hey. Was ist das denn? Da haben wir den zweiten Trash. Das sieht halt wirklich aus wie Schmutz. Das sieht aus wie ein Handy-Game. Aber noch schlechter. Ja, Kinder, wolltet ihr auch schon immer mal eine eigene Con machen? Mit diesem Spiel schafft ihr es. Oh Gott, diese Musik. Ja, das ist doch safe von den Machern, die Bitcoin sonst immer organisiert haben. Vor allem, ich habe ein Review schon gelesen. Alex, das ist sehr vielversprechend. Guck mal, der Minecraft-Creeper wurde geklaut. Copyright Infringement. Merkt noch keiner. Erfülle die Bedürfnisse deiner Gäste. Sie sind aus Pappe und 2D und sie freuen sich über Anime-Waifus. Yay! Wanga Me, okay. Was ist das für eine Mucke, Alter? Ist das Nintendox-Musik? Ja, und die Musik ist nicht gerade unbedingt in-game leiser. In-game schon runtergestellt worden. Die war nicht, ich glaube, wir waren Ticken über der Hälfte und war trotzdem noch so arschlaut, dass ich die weiter runterstellen musste. Ich will nicht wissen, wenn ich die komplett aufdrehe, wie laut die dann ist. Ich will die Reviews sehen. Eins. Eine. Mach mal das ja oben weg, ihre Sprachen. Was alles noch kommt. Oh Gott. Oh yeah. Vielen Dank dafür. Ja. Jinchen Choshi. Einmal in den Google Translator rein. Ja, würde ich sagen. Mach mal ein random Ding und mach das übersetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Er ist ja schon wieder langweilig. Inhaltsarm, schon für nur ein bisschen mehr Gamer als 6 Stück Butter. Nach dem Aufstellen der Stelle gibt es nichts zu tun, oder Fähigkeit zu setzen. Das gibt mir eher das Gefühl eines Handheld-Spiels. Guck, wie gesagt, ein Handy-Game. Ich schlage 50% Rabatt vor, bevor sie es kaufen. Warum will man das überhaupt kaufen? Ich glaube, es war aber ein Rabatt, ne? Hast du Vollpreis bezahlt? Ja, ja. Da freuen sie sich doch. Ja. So, Hannes hat bekommen dieses Jahr von Sören. Oh nein. Oh nein. Oh no. Oh Gott. Jumbo-Champ. Von dir, Sören? Ja, ich weiß ja, wie Gott, jetzt weiß ich auch, warum das hier ist, ey. Ich weiß ja, wie sehr...
Hannes, also Hannes und ich haben ja eine besondere musikalische Verbindung und er ist ja ein Fan. Ich freue mich da drauf. Ich werde sterben beim Zuhören. Ich mute einfach den Stream und guck mir währenddessen was anderes an. Ja, ich habe immer dafür gesorgt, ich habe da was vorbereitet, dass wir nicht nur die einfachen Songs haben, sondern da gibt es ja eine aktive Mod-Community. Ich werde auch richtig Spaß haben. Ich hätte gern was von Slayer. Fun-Fact. Ich Urlaub. Warte, Farin Urlaub? Oh, gute Idee, warte. Das ist wahrscheinlich echt mal oder was. Aber Slayer gab's definitiv. Das geht ab. Weißt du, wenn das heute gespielt wird, werde ich mir nachher so denken, ich hätte auch nach Thailand heute fliegen können. Nächste Woche, bei mir. Boah, ey, okay, ich hab genug, danke, das reicht. Wir können offen den Trailer zu gucken. Danke. Ich möchte das nicht. Guck mal, er kann auch Karten Freut sammeln. Freut euch auf eine Stunde. Ja, ich werde jedem von euch so auf die Nerven gehen und ich werde so viel Freude daran haben. Ich möchte das nicht. Er kann auch Karten sammeln, also wolltet ihr nicht immer schon mal eine Sammelkarte vor... Wieso hat das 7111 Bewertungen? Ich werde keine Karten sammeln, ich werde eine Stunde spielen für euch. Ja, da gehört auch ein bisschen Gameplay zu. Ich meine, man muss auch mal ab und zu Tommy Dorsey tut, und... Tut. Er hat einfach geschrieben, tut. Der Witz ist, es gibt ja Leute, die finden sowas richtig geil. Und darum kommen solche Reviews zustande. Oh, ja, aber das Baboon. Aber das sind doch so Leute, die musst du eigentlich danach einfach einsperren. Tut. Wump. Die Leute sind so durch, ey. Steam-Reviews halt. Also wir müssen irgendwann echt mal Steam-Reviews raten spielen. Das ist so gut immer. Alles klar. Ja. Guck dir mal die Metakritik an. Komm mal runter. Also das ist, ne? Also just say. Vernastiger, ja. Also kein schlechtes Spiel von der Bewertung her. PC Gamer, Best Comedy Game. Ja, natürlich. BAFTA Award hat sogar auch bekommen. Also ich bin ehrlich, ich glaube, ihr werdet mehr leiden. An den Nominated nur. Ja. Ja. Ich mute den Stream. Oh nein, du wirst da sein. Du musst nein, ich werde den Stream muten. Oh, Wünsche bitte an mich, aber wie gesagt, du kannst, ne, ich hab, wir haben uns nee, du hast mir nur den Ordner gegeben, ich sage, Wünsche gehen nicht an dich. Genau, ja, genau, aber ich kann dir nur fast noch ein paar, aber du kannst selber, ne, also wenn noch. Ich kann dir gerne ein paar schicken, dann. Das bekommt ja immer noch Updates! Dann können wir Tobi zwingen, dass er Songs zensieren muss. Oh Gott. Ja, es ist gut, du kannst dich customisieren. Da ist also, noch. 800 Abonnenten weg bin von den 1000, ist das noch in Ordnung, alles gut. Erst wenn die 1000 kommen, ein bisschen, muss ich ein bisschen mehr drauf achten. So. Ja, alles klar. Danach bist du 900 Abonnenten von den 1000 entfernt, das kannst du aber für. So, alles klar, dann haben wir noch als letztes Sören's Game und er bleibt in der Bullet Hell. Letztes Jahr hat er auch schon ein tolles Bullet Hell Spiel bekommen. Ey, gut. Das war einfach nur Hell. Das war Bullet Hell, das war eine Hölle. Wer hat ihm das geschenkt? Andi. Durfte es hängen. Ja. Und damit er auch nicht ganz so erträglich wird für ihn, da wir es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Genau, denn dieses Jahr noch eine Neuerung, die hat am Anfang nicht erwähnt. Dieser konnten auch, ne, wie Sören jetzt auch gemacht hat, solche Songs zur Verfügung stellen. Also man konnte auch ein bisschen mehr noch sagen, dass, was ich gehalten werden musste, bei den Schwierigkeitsgrad und sowas. Richtig. Dafür darf er richtig geilen Soundtrack dabei hören. Zumindest finde ich ihn richtig geil. Mal kurz in den Trailer rein. Ey, wenn es da nur eine Giraffe gibt, ne, dann... Jesus fucking Christ, ich bin alt! Musst du nebenbei Snake spielen? Das ist tatsächlich... Das ist umfangreicher, als es aussieht. So viel kann ich vorweg sagen. Ich muss neben meiner Anime-Waifus irgendwie Farben nehmen, dann habe ich hier. What the fuck? Passiert da? Oh ja! Ich muss hier mir das hören, Mark Bullet Hell. Also, ich sag mal so. Nur damit du, ich weiß, worauf ich dich da eingeschworen habe, denn das habe ich wirklich komplettiert. Ich habe mir die Scheiße komplett gegeben. Voll.
Aber du bist ja ein guter Gamer, du schaffst das schon. Mhm. Wenn ich dann mit Explosieren Boden nie gegangen ist. Ja, das ist halt genau. Das Problem. Also, wer das noch nicht geguckt hat, absolutes Highlight letztes Jahr, Sörens Wichtelspiel, guckt da wieder nochmal rein. Juri Ilchersen. Die größte Qual, genau, Ilchersen. Die Genfer Konvention ist immer noch dran, das zu untersuchen, was da passiert ist. This game is amazing, a rock game. Yeah, a crisis snack. Nick. What would happen if two project was installed in Nokia 3310? Bubble Tea acquired. Ich überleg grad. So, dann denkst du, das Spiel, das du mir geschenkt hast, kann man mit Tanzmatte spielen? Ja, bestimmt. Du kannst die Inputs ändern, aber ich krieg dieses Jahr keine Tanzmatte mehr, scheiße. Ich glaube, wird ein bisschen schwer. Ich glaube, das ist besser, wenn man es mit Maus spielt. Gut. Aber manche Songs. Ja. Wir hatten jetzt 8 Spiele, das heißt, wir haben alle. Sehr gut. Alles klar. Genau, das war das Infovideo. Die kommen über den Dezember jetzt verteilt für euch, die Shortfiction-Folgen. Guckt gerne unten die Plays vom letzten Jahr, falls ihr so lange nicht warten wollt. Und ja, schon mal viel Spaß. Ich würde sagen, spiele auch nochmal. Wenn jetzt ihr schon leichte Unterhaltung wollt, letztes Jahr Sörens Spiel. Viel Spaß. Ja. Na, guckt da mal rein in die Plays. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ehre aller sehen. So, ja, ich muss hier ganz kurz was hinten ranschneiden, auch wenn gerade schon die Abmod war. Beckmanns erstes Game, also es von Trafalgar, ging leider nicht. Also wir haben danach ja die Aufnahmen angefangen, deswegen ist der Tobias im Cut. Ging leider nicht das Game von Beckmann Trafalgar gezeichnet, konnte er uns nicht auf Discord streamen, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das Spiel ist dann jetzt mal quasi gecrashed, so gesehen. Und dementsprechend war das nicht möglich, deswegen hab Hannes eben schnell spontan dann zwischen den Aufnahmen ein anderes Spiel geschenkt, nämlich Crimson Snow. Und das hat er danach bekommen. Das heißt, ich wundern, wenn wir dann Beckmann sein Spiel hochladen hier auf dem Channel, das ist die 2. Folge, dann ist das hier Crimson Snow und ich, Fragezeichen wollte ich nur nochmal sagen, ne, hier zeige ich euch kurz, ist ein Horror-Weihnachtsspiel, Views sind ganz gut, positiv-negativ, ist aber sehr positiv hier oben, 98% und wir können ja ganz kurz den Trailer mal auch zusammen angucken. Your better half wasn't around. I'm getting tired of waiting, Mark. Grab the gift and come over. What the? Mark, she can come back at any moment. What should I do? She'll come for both of us. Ja, ich kann auch mal so ein bisschen Mails rausgehauen haben. Hat nicht jetzt ja im Dezember, also schon, oder erst im Januar, vielleicht fuß ich rechtzeitig fertig. Das war ein Weihnachtshorror-Game. Passt also ganz gut hin, Schrottwischeln, und ich würde sagen, ja, das kleine Update statt Beckmanns Spiel ist jetzt stattdessen, das findet ihr unten auch so reflektiert in der Videobeschreibung. Habe ich auch nochmal hingeschrieben, genau. Ansonsten würde ich sagen, das war jetzt wirklich mit dem Infovideo vom Schrottwischeln 2020. Schaut gerne die einzelnen Folgen, schaut auch gerne letztes Jahr rein, Playlist unten verlinkt und wie gesagt, die Playlist von 2020 findet ihr auch, die wird laufend aktualisiert über den Monat, also wenn ihr das hier gerade guckt, live quasi, Dezember 2023, nicht im Nachhinein. Wisst ihr Bescheid, wird live aktualisiert. Alle, die es später schauen, die haben wahrscheinlich schon alle Schrottwischel Videos, also guckt da gerne rein. Ich würde sagen, danke und viel Spaß beim Schrottwischeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.